Eisberg voraus! Eisberg direkt voraus! Danke sehr. Oh mein Gott. Das war haarscharf, oder? Aber nicht in diesem geilen Dezember. Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boot Live hier von der Sarah aus dem Elisabeth Fink-Kanal in Kampe. Das Boot sieht tipptopp aus, der Bootsfahrer auch, aber von innen. Es kommt ja auch auf die inneren Werte drauf an. Und wir räumen heute gemeinsam erstmal das Boot auf. Was noch wichtiger ist, wir müssen natürlich erstmal tanken fahren. Ja, erstmal Tür zu. Ich hoffe, mein Kumpel sieht das nicht. Der hat nämlich auch eine Tankstelle und der sieht das gar nicht gern, wenn ich woanders tanke. Aber da müsste ich jetzt nochmal 5 Kilometer hinfahren und ich mache das wirklich nur wegen Greta. Also wenn du das siehst, Sascha, das hat nichts mit dir zu tun, okay? Der Vorteil ist ja, wenn man im Winter Diesel holt, dann hat man auch Winterdiesel. Das heißt, da sind solche Additive mit drin, dass das nicht flockt. Dass die Scheiße nicht im Tank flockt. Weil man hat hier Sommersprit drin und fahrt im Winter und das friert vielleicht. Dann oder ist kalt, dann fängt die Kacke an zu flocken. So, die ersten 25 Liter haben wir schon mal. Also wir werden jetzt ein paar Mal hin und her fahren. Ich glaube, das sind nicht ganz 25 Liter. So, hinein ins Loch. Ich könnte jetzt auch von außen tanken. Ist von innen ein bisschen sicherer, dann geht mir auch nichts ins Wasser. Wenn hier mal was daneben läuft, ist es nicht ganz so schlimm. Ich will ja nicht, dass hier jemand Ärger macht. Und ich will auch nicht die Fische oben schwimmen sehen, ne? So, zack. Jetzt müssen wir einmal den Pönöpel da reinhängen hier. Da rein. Hier liegen auch meine Superlappen, die ich hier mal liegen habe, damit hier nichts daneben laufen kann. So, den Peilstab einmal raus. Wie viel haben wir jetzt drinne? Rund 50 Liter, glaube ich. Ich weiß nicht, wie genau das da ist. So, jetzt haben wir das Ganze da eingekeilt. Dann drücke ich hier oben am Ball. Und dann läuft das automatisch da unten rein. So, während das läuft, können wir natürlich mal anfangen, hier aufzuräumen. Und den Kram rausholen, den wir eigentlich nicht brauchen hier. Wie zum Beispiel diesen Fender, den ich hätte schon längst an einem Band machen können und dann, aber ich habe ihn noch gekauft, aufgeblasen, angehangen. Schmeißen wir schon mal raus. Zack. So. Fender ist draußen. So Ersatzteile und sowas, das brauche ich immer. Und irgendwelche Aluteile kann man sich immer irgendetwas draus bauen. Aber das Überflüssige soll auf jeden Fall raus. So, den ersten Kanister hat sich leer gesaugt. Das lassen wir mal so offen stehen hier. Aber dafür haben wir das erste Fach auch schon aufgeräumt. Ich muss gleich noch nach Hause den Staubsauger holen, damit ich das auch fachgerecht aussaugen kann. So, der nächste Kanister. So, und jetzt nur noch zweimal fahren. So, dann wollen wir mal beim nächsten Fach beigehen. Hier, das hier. Zack. Da hat man so Sachen drin wie eine Harpune. Die braucht man gar nicht eigentlich. Oh, die gute blaue Farbe. Was ist denn das? Ah, da kann man das Schiff am Ufer mit festmachen, wenn man keinen Steg oder sowas hat, glaube ich. Und ein Haufen Scheiß, den man eigentlich gar nicht braucht. Da ist noch was drin, ein Kanister. Ich weiß nicht, der war schon mit dabei, als ich das Boot gekauft habe. Ich weiß nicht, was da drin ist. Da schwimmen so Fettaugen oben drauf. Da hinten ist auch noch einer. Der scheint aber leer zu sein. Aber die kriege ich hier gar nicht raus. Die Öffnung ist viel zu klein. Da muss ich wahrscheinlich hinten vom Bett aus ran. Also Matratze hoch. Ich hätte das Licht auch mal einschalten können hier, ne? Ein Klappstuhl oder sowas. Fenster, Satzgummis. Wollen wir das mal rausholen, das Zeug, ne? Alles, was keine Miete zahlt, muss raus hier. Oh, und so sammelt sich immer irgendwelcher Scheiß an, den man irgendwie mal mit hat, aber gar nicht braucht. Da kann man besser seine Sachen da ordentlich reinsortieren, die man braucht. So, Motor laufen lassen, nochmal einmal durchfegen und dann sind wir durch für heute. Das war mal eine kurze Folge vom Boot Live. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wunderschönes Wetter, ich hoffe, das wird morgen so fortgesetzt. Dann drehen wir definitiv eine Runde. Ansonsten gibt es einen schönen Produkttest von Videocheck. Lasst ein Abo da. Euer Programm auch von Videocheck. Macht's gut. Ciao.